Die Wahrnehmung ist, dass heute die Quantentechnologie keine echte Option mehr ist, die man wählen muss, sondern die ist einfach da. Die Strukturen werden so klein, dass man sich mit Quantenphänomenen beschäftigen muss. Und das heißt auch, dass man diese Effekte nicht nur beschreiben und vollständig verstehen kann, sondern man kann sie auch nutzen. Man kann Quantenphänomene kontrollieren. Und das erfordert sehr, sehr genaue, sehr präzise Werkzeuge. Das ist die große Chance. Ich glaube, Menschen, die Quantentechnologie lernen, haben genau ein Berufsbild, das wir in Zukunft in Deutschland brauchen. Aus technologischer Sicht und aus gesellschaftlicher Sicht gibt es eigentlich keinen anderen Weg, als weiter technologisch nach vorne in die Quantenwelt zu gehen.